Ja. Ich muss mich mit der Gilde der Magier in Verbindung setzen und ihnen meinen Plan erklären. So, das mache ich am besten mit meinen Paladinen und nicht mit den Goblins. Ah, ihr seid es. Wir haben ermutigende Nachrichten. Entmutigende Nachrichten. Horden von Untoten aus dem Norden haben unser gesamtes Land überrannt und sie werden ständig mehr. Aber bislang haben sie ihren Angriff noch nicht begonnen. Als würden sie auf ein bestimmtes Signal warten. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Festung der Mauer mit Hilfe einer Erfindung der Goblins zu sprengen. Sollte dies gelingen, können wir den schwarzen Hexer direkt in seinem Unterschlupf vernichten. Das sind gute Nachrichten. Selten genug in der letzten Zeit. Außerdem haben wir herausgefunden, dass von allen lebenden Magiern nur Talion in der Lage ist, die Magie des Zauberstabs zu kontrollieren. Aus diesem Grunde müssen wir ihn in die Festung des schwarzen Hexers bringen, sobald die Mauern durchbrochen sind. Ich fürchte, ihr werdet Hilfe benötigen, um den schwarzen Hexer zu überwinden. In Ordnung, ich bereite sämtliche Magier vor und auf euer Zeichen werden wir versuchen, unsere Kräfte zu vereinen, um mental einen Kontakt mit dem schwarzen Hexer herzustellen. Dann wird Talion in den schwarzen Turm eindringen können. Hab Dank, ich bin froh, dass wir zusammen arbeiten werden. Wartet auf mein Signal. Kein Problem. Schon erledigt. Ja, jetzt müssen wir noch auf die Bombe warten. Still. Das heißt wieder zurück zum Goblin-Dorf. Wo die Arbeiter schon wieder fleißig Stein und Holz anschleppen. Es gibt halt auch gerade keinen Timer und es gibt nicht genug Treibstoff. Nichts, was uns helfen könnte. Bereit. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Die Bombe ist bereit. Gut gemacht, aber ich habe unzählige Armeen Untote durch die Schluchtnahen gesehen. Wir können uns dort nicht hindurchkämpfen und es ist der einzige Weg in das Versteck des Schwarzen Hexers. Ihr irrt euch, Herr. Die Berge unter uns sind buchstäblich durchdrungen von Höhlen und Katakomben. Der einzige in unserem Dorf, der sie wie er seine Westentasche kennt, ist der alte Gramp. Er ist sogar jetzt in den Bergen. Ich schätze, ihr werdet ihn in dieser Höhle finden. Lasst sie mich auf eurer Karte markieren. Kein Problem. Bereit. Los geht's! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Also gehen wir hier hoch. Es gibt nicht genug Treibstoff. Haben wir die Bombe oder liegt sie hier irgendwo rum? Nee. Und ja, normalerweise, wenn die Goblins hier eine Mühle hätten und ihre Arbeiter fertig wären, damit die anderen Ressourcen anzuschleppen, würden sie die ganze Zeit Nahrung bringen und dann würde das viel schneller gehen, das Dorf aufzuwerten. Nein, nicht hierhin, sondern hierhin.
Hier ist die Höhle nämlich. Das ist die Höhle, an der wir vorhin vorbeigekommen sind, wo wir uns gefragt haben, was da drin war. Entweder das oder das war eine Zombie-Höhle, die wir platt gemacht haben. Aber ich glaube, da war nichts drin. So, da kommt unsere Armee mit unserem Panzer. Oder unsere Tankette. Für alle da. Der Gipfel der Goblin-Technik ist eine schwer gepanzerte Maschine, die mit einer mächtigen Kanone ausgerüstet ist. Dieser kleine Panzer ist unverwundbar durch Pfeile und zerquetscht mit seinen riesigen Rädern die Infanterie des Feindes. Ja. Hier ist die Höhle. Aber wo ist Gramp? Helft mir! Es gab einen Einsturz. Ich komme nicht heraus. Seid ihr das, Gramp? Ja, ich bin es. Ich bin zu alt und wurde unter einem Haufen Steine eingeklemmt. Und wie können wir euch dort herausholen? Die Felsen sind sehr groß und können nicht bewegt werden. Sie müssen anscheinend durch Zaubersprüche zerstört werden. Nein, nur das nicht! Das gesamte Gewölbe wird einstürzen. Einer der Tunnel führt zu einer antiken Krypta, aber ich habe wegen der Untoten Angst, dorthin zu gehen. Ah ja. Los geht's! Ja. Alte Ruinen. Es gibt nicht genug Treibstoff. Es gibt nicht genug Treibstoff. Ich muss echt zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob das hier nicht die letzte Mission ist. Oder war. Es ist ein guter Ort zum Halten. Oder ob danach noch eine kommt. Los geht's! Los geht's! Aus dem Weg! Also ja, gut, dass wir hier schon alles sauber gemacht haben. Aus dem Weg! Los geht's! Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Ich habe das Gefühl, dass ihr nicht zufällig in dieser Höhle seid. Wenn dem so ist, was wollt ihr dann von dem alten Kram? Der Dorfälteste sagte, dass ihr diese Berge besser kennt als jeder andere und wir müssen uns an die Mauern der Schwarzen Zitadelle heranschleichen und dabei sämtliche Posten der Untoten umgehen. Das ist wahr, darin bin ich ein Experte. Seht, einer der unterirdischen Wege beginnt unmittelbar hier. Es ist wahr, ich habe dort Monster gesehen, aber ich glaube, dass ihr sie ausschalten könnt. Hab Dank, Gramp. Ihr habt uns sehr geholfen. Brechen wir auf, Krieger. Ihr warte eine Minute. Ich denke, ihr werdet den unterirdischen Weg ohne den alten Gramp nicht finden. Ihr könnt euch in den dunklen Passagen nicht orientieren und werdet euch verirren. Ich begleite euch. Vielleicht werde ich dann ja auf meine alten Tage noch ein Held. Nun, ich freue mich, dass ihr bei uns seid, Gramp. Machen wir uns auf den Weg. Also ja, Gramp muss überleben. Und wir müssen den unterirdischen Durchgang da oben erreichen. Los geht's! Ja, alles in die Luft! Es gibt nicht genug Treibstoff! Was aber auch kein Problem sein sollte, denn wir haben alles gesäubert bereits. Was?
Gramp hat seine Kindheit in den Bergen verbracht und verlassene Höhlen und Katakomben studiert. Jetzt weiß er mehr als jeder andere über das Reisen unter der Erde. Er kann einen Tunnel in den nördlichen Bergen betreten und auf der Dracheninsel wieder zutage kommen. Okay, das sind dann lange Tunnel, denke ich mal. Alles läuft meiner Tankette hinterher. Meine Tankette. Rüstung ist stark. Das Ding ist eigentlich der Grund, warum ich die Goblins in diesem Spiel so mag. Sie haben einen Panzer. Ganz ehrlich, Elfen, ja, wir haben Klingentänzer und Bogenschützen und Druidinnen. Menschen, wir haben Paladine und Magier. Goblins, wir haben einen Panzer. Bereit. Aus dem Weg! Los geht's! Einfach so richtig schön stupide. Wir haben einen Panzer. Los geht's! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Aha, dies ist ein guter Ort zum Halten. So, sicherheitshalber noch mal ein Quick Save. Okay, jetzt habe ich 2 gemacht. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Aber es ist halb so wild. Wir sind angekommen. Ja. Aus dem Weg! Hier haben wir ja zum Glück auch schon alles gesäubert. Es gibt nicht genug Treibstoff. Was? Hier ist der Eingang des Tunnels, der zur Schwarzen Zitadelle führt. Folgt mir. Sieg. Okay. Oh, Kapitel 2, Land der Toten. Gramp hat Wort gehalten. Wir sind nahe der schwarzen Zitadelle aus den Höhen gekommen. In den umliegenden Bergen wimmelt es von Untoten und wir müssen alles versuchen, um die Bombe intakt bis zu den Mauern der Festung des schwarzen Hexers zu bringen. Uns stehen riesige Armeen gegenüber und hier in den Teufelsbergen sind sie besonders stark. Es wird keine leichte Aufgabe, die Bombe zur Basis der Festung zu bringen. Vor langer Zeit, noch vor den dunklen Jahren, lebten hier die Zwerge. Unser Land, das Land unter unseren Füßen, war von geheimen Tunneln durchdrungen. Einige von ihnen existieren möglicherweise heute noch. Die Festung des schwarzen Hexers selbst ist der verfallene Überrest ihrer einzigen Burg an der Erdoberfläche. Aber die Zwerge haben bestimmt für einen Notausgang gesorgt. Wir müssen in den Katakomben unter uns nach einem Durchgang suchen. Untersuchen wir also alle verdächtigen Höhlen. Die Armeen der Untoten werden unentwegt in das Kaiserreich geschickt, um zum Morden und zum Brandschatzen. Eine harte Probe für die Menschen. Ja,
Wir dürfen halt nicht so lange auf der Hauptstraße bleiben. Er bringt die Mauern zu der Bombe. Die bringt die Bombe zu den Mauern, findet den geheimen Durchgang. Und Krampf muss überleben. Also ja, das ist die Hauptstraße. Und da oben ist die schwarze Zitadelle. Wir müssen also gucken, wie wir heil einmal querfeld einkommen. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Aus dem Weg!